Hallo Fans und Freunde der Vienna, wieder mal zu einem Plauderstündchen an diesem herrlichen sonnigen Tag. Sind wir nicht in Wien, sondern wir sind im Neusiedl am See, am Platz vom NSC. Und da ist auch ein Vienna-Fan, und zwar der Herbert Aguinaga. Hallo Herbert. Servus Stefan. Schön, dass du ein bisschen Zeit gefunden hast und ein bisschen erzählst. Ja, wie hat es bei dir angefangen? Wie bist du von Neusiedl auf die Hohe Warte zu Vienna gekommen? Ja, ist eigentlich ganz einfach erklärt. Meine Mutter ist, die sind kriegsvertrieben nach Wien gekommen, nach Döbling. Mein Vater ist übers Kloster zum Studieren nach Wien gekommen, auch nach Döbling, in die Karmeliterkirche dorthin. Die haben sich kennengelernt. So ist die Beziehung zu Döbling da. Verstehe, das heißt, du kommst ursprünglich aus Döbling? Nein, also meine Eltern sind dann aufgrund der Arbeit, waren beide Lehrer, sind nach, ins Burgenland gezogen und dann nach Neusiedl, haben hier die Stellen gehabt. Und ich bin dann schon, also ich bin in Kizzee geboren und in Neusiedl durchwegs aufgewachsen. Und dann wieder zurück zur Vienna sozusagen, wo deine Eltern einige Zeit verbracht haben. Warum gerade die Vienna? Die Sache ist, meine Großeltern haben weiterhin in Wien gewohnt, also die mütterlicherseits, in der Barawitzker Gasse. Und nachdem jetzt die einen Großeltern im Baskenland waren, die haben wir im Sommer besucht, das war dann über eineinhalb Monate gleich, unterm Jahr waren wir quasi jedes Wochenende in Wien. Das heißt, du bist eine österreichisch-spanische Mischung, oder? Ja, baskische, ja. Entschuldigung, natürlich. Und Fußball. Ja. Wie hast du da dann Zusammenhang, beziehungsweise welche Beziehung hast du zum Fußball generell? Ja, ich habe von klein auf Fußball gespielt. Ega hier. Aha, klar. Hier aufgewachsen, hier gespielt beim Verein. Und tust immer noch etwas für den Verein? Ja, also soweit ich was machen kann. Also ich bin als Co-Trainer bei den Damen, bei den zwei A- und der B-Mannschaft und im Nachwuchs bei der U9 und jetzt auch bei der U7 helfend. Verstehe, also du bist beidseitig engagiert. Wobei bei der Vienna bist du Fan. Du bist ja nicht aktiv beim Verein. Nein. Und wie ist so dein Gefühl, beim Verein zu sein und trotzdem halt immer von außen zu kommen? Ist ja vielleicht der Blickwinkel auch ein bisschen anders, wenn man jetzt nicht ständig in Wien ist. Ja, wie soll ich sagen, also der Verein hat eigentlich einen guten Ruf, auch um Wien herum, gerade in der Ostregion, durch die Ostliga, dadurch, dass die Anhänger immer zahlreich bei Spielen waren, ist der Ruf sehr gut geworden. Also ich meine, er war vorher wahrscheinlich nicht schlecht, aber es ist jetzt die letzten Jahre durch die, es fehlen die Derbys ja auch und dadurch ist man sehr froh, wenn Vereine wie die Vienna daherkommen. Neusiedl am See und die Vienna ist eigentlich eine Liebesbeziehung, oder? Im weitesten Sinne. Ja, es ist es geworden, also spätestens am 5. Juni 2009. Ja. Spätestens durch das Spiel. Was war da so Besonderes? Naja, es hat sich so ergeben, dass nach 29 Runden Ostliga zwei Vereine auf den Positionen standen. Vienna ganz oben, Neusiedl am Nicht-Abstiegsplatz. Beide brauchen einen Punkt. Dann hat man sich arrangiert? Offiziell nicht, inoffiziell weiß man es ja nicht. Und wie war dein es gibt Drehbücher, aber. Ja. Wie war dein Gefühl dabei bei diesem Match? Sehr unentschieden. Und so ist es eigentlich. Es war den ganzen Tag so. Ja. Das heißt, wenn die Vienna kommt und du bist in Neusiedl und wir hoffen, wir kommen wieder bald einmal hier auf diesen wunderschönen Platz in dieses wunderschöne Bundesland. Wie ist so dein Gefühl hier sozusagen in die Heimat, zweite Heimat? Wie kann man das beschreiben? Ja, es ist für mich ein Auswärtsspiel zu Hause. Sehr schön. Eigentlich bin aber dann, also ich weiß, bei dem Aufstiegsspiel bin ich im Fanblock gestanden bei der Vienna. Man bleibt aber auch immer wieder hängen bei den Neuseeländern. Also ich komme kaum am Platz durch, ohne dass ich nicht irgendwie mit von irgendwelchen Leuten angesprochen werde. Dort hängen bleibe. Ja. Also wir haben ja auch wirklich schöne Erinnerungen hier an diesem Platz, denn der Veranstalter hat uns ja auch, glaube ich, einmal eine Stunde lang den Bus bezahlt, also dass der Bus eine Stunde länger bleiben soll. Nicht ganz uneigennützig, weil wir haben ganz gut konsumiert, aber die Stimmung ist einfach immer wieder schön hier am Platz und natürlich auch danach mit Liveband und allem drum und dran. Und das ist einfach das Schöne hier. Ja, ich denke auch zurück an ein Damenspiel. Da hat die Vienna, ich glaube das war 2014, in Ritzing das Auswärtsspiel gehabt. Und die Vienna Damen waren hier in Neusiedl zu Gast bei den Neusiedler Mädels. Und es wurde dann das Match so verlegt, dass der Fanbus von Wien kommen konnte, das Damenspiel in Neusiedl angesehen hat und dann nach Ritzing weitergezogen ist. Super. Also eine wahre Liebesbeziehung eigentlich zwischen der Vienna und dem NSC hier unten im Burgenland. Also wirklich ganz, ganz toll. Zurück zur Vienna, zurück zur Hohen Warte, die Heimstätte der Vienna. Hat sich ja auch einiges getan in den letzten, sagen wir mal, zwei Jahren. Deine Meinung jetzt zum
adaptierten Stadion, Dach zum Bleistift? Ja, es war Gewohnheitssache. Also man ist doch das Geschwungene gewohnt gewesen über Jahrzehnte. Andererseits, man muss halt froh sein, es ist ein festes Dach da. Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, es wäre kostenspielerisch wahrscheinlich leider nicht so drin gewesen, dass wir das wieder so hinkriegen, so geschwungen. Seit wann kommst du auf die Hohe Warte? Also die ersten Erinnerungen sind, da weiß ich aber nicht mehr, welche Spiele das war. Mit dem Großvater, der hat uns manchmal rübergebracht, auf die Hohe Warte zu spielen, da weiß ich aber nicht mehr, was es war. Das erste Spiel, was ich bewusst in Erinnerung habe, war 1990. Das war ein Spiel gegen Rapid. Auch schon einige Zeit. In der ersten Division auch, ja. Und dann gleich Feuer und Flamme, oder? Oder ist das erst langsam gekommen? Naja, es war schon, aber nachdem ich im Gymnasium noch war in Neusiedl, ohne Führerschein natürlich, okay, verstehe, war es da noch eher sporadisch. Dann wirklich regelmäßig ist dann mit 96 losgegangen, ich war noch beim Bundesheer. Ergeben hat es durch ein Cupspiel in Trausdorf. Das war die Saison 96-97, erste Runde in Trausdorf bei Eisenstadt. Wiener 4-1 gewonnen. Da hat es sich dann ergeben. Die zweite Runde konnte ich nicht dort sein, dritte Runde war dann die Austria. Da war ich dort und dann ist regelmäßig losgegangen. Glücklicherweise war das auch ein ziemlich gutes Cup-Jahr. 97. 97 war ein super Cup-Jahr. Finale, Sturm, 2-1 verloren. Das hat sich leider Gottes vor kurzem wiederholt. Ja. Im Happelstadion gegen ASK Elektra. Wie war da so das Gefühl, wieder mal dabei zu sein im großen Stadion vor halbwegs großem Publikum? Also mich hat es sehr gefreut. Es war, wo es geheißen hat, der Zwangsabstieg soll sein. Mein erster Gedanke war Toto Cup. Wir haben die Chance, ein bisschen zusammenreißen, man kommt dorthin. Ja. Und man spielt ja im Stadion. Leider war es halt dann so dort, also man hat den Cup ernst genommen, sonst wären wir nicht mit dorthin gekommen. Leider ist das Finale ist ähnlich abgelaufen wie vor 22 Jahren. Das Ergebnis ist das gleiche, das Spiel war ziemlich ähnlich. Man hat sich nicht so ganz getraut. Ja. Aber wir haben nächstes Mal eine Chance. Ja, der Weg ist nach oben jetzt zur Zeit. Ne? Also es soll ja bald in die Wiener Liga gehen und das schaut ganz gut aus. Und dann weiterhin in die RLO. Und RLO heißt ja wieder, hoffentlich mal hier am Platz, ja, wieder mal ein Match zu sehen und mit den geliebten Neusiedlern wieder mal ein Spielchen zu spielen. Und du sammelst ja auch hier, sehe ich, einiges. Erzähl mal was, welche Stücke hast du da mitgebracht? Also das sind, ich habe verschiedenste Dressen und das sind jetzt 4 aus meiner Kollektion, 2 von den alten und 2 mit aktuellerem Bezug. Also das ist vor der Zeit 91, wo McDonald's noch der Sponsor war. Knapp drauf mit Honda Havelka, beide noch mit dem österreichischen Sponsor Tro. Die Firma, die es ja auch nicht mehr gibt, soweit ich jetzt weiß, ist zumindest nicht rauszufinden. Und die letzten beiden sind aus unserer letzten Zweitdivisionszeit quasi. Beide sind auch Leiberl mit Neuseeler Bezug. Also aha, das ist von Marcel Todt und das andere ist von Patrick Hinzel. Alles klar, verstehe. Also auch immer da ein bisschen ein Connect zur, ja, Neuseeler Heimat. Also es waren jetzt in den letzten Jahren, was davor kaum denkbar war, dass Spieler von Neuseeler auch bei der Wiener spielen. Da war der Unterschied doch ein paar Klassen auseinander, wo Neuseeler weiter unten war. Dann ist es doch ergeben, sind ein paar Spieler gewechselt. Zurzeit sind ja auch ist Osman Boskot noch in Neuseeler. Patrick Hinzel spielt ja. Ja, und Patrick Hinzel ist auch jetzt in der 111 von Neuseeler gewählt worden. Nein, nicht schlecht. Also jetzt bei der 100-Jahr-Feier, die vergangene Woche war, ist er unter die 11 gekommen. Und so ordentlich gefeiert war, nehme ich mal an, oder? Ja. 2, 3, 4 Tage. Von Donnerstag bis Sonntag, 4 Tage waren es. 4 Tage, Halleluja. Aber es muss man auch zelebrieren. Apropos Geburtstag. So, da gibt es ja noch einen Geburtstag, und zwar 125 Jahre First Vienna Football Club 1894. Deine Gedanken zum Geburtstag, zum anstehenden im Sommer? Ja, ich freue mich sehr. Ich hoffe, es wird auch gebührend gefeiert. Startschuss jetzt einmal mit dem ersten Testspiel. Ich finde gelungen, dass man sie im ersten FC Union Berlin einlädt. Ja, britische Mannschaft wäre kein Wunsch gewesen von dir zum Bleistift? Ja, schon. Mein naheliegend wäre natürlich Sheffield FC. Ältester Verein der Welt. Aber das wird ja vielleicht schon mal kommen. Wir sind ja in dem Club of Pioneers dabei. Das wird sich schon mal ergeben. Was glaubst du, könnten die Fans dazu beitragen zum Geburtstag rund um den 22. August? Kommen auf jeden Fall. Vielleicht wieder ein Fanturnier, dass auf der Hohen Warte wieder mal ein Fanturnier ist. Die war eigentlich immer gelungen, wenn Rolle das veranstaltet hat. Das stimmt, die Fanturnier. In der Richtung. Kleinfeldturniere auch immer im Sommer, ja, von White Rose. Ja, super, also das wäre eine gute Möglichkeit. Würde auch hoffen, also wenn da mit Musik
Rolle hat eh Bekannte, die einladen dazu, dass da ein, wirklich ein Fest für die Anhänger ist. Es gibt ja aber auch viele Musiker, die Vienna-Fans sind und auch zwar Bekannte sogar, also stehen ja auch im Fanblock und so. Fanblock, wie fühlt sich das eigentlich an für dich oben auf der Warte? Wie ist das Gefühl da? Ja, es ist immer was Feines. Für mich ist, ich komme ja immer dann von unten rauf und man steigt ja auf die Hohe Warte. Der kleine Anstieg, zuerst an der Unterheiligenstädter Kirche vorbei, rauf auf die Hohe Warte und dann zum Fanblock hin. Man sieht die ersten bekannten Gesichter. Man bleibt sowieso zuerst einmal beim Rolli hängen. Wenn ich ihm helfe, geht es dann eh weiter in den Fanblock. Ja, du unterstützt ihn auch oder zumindest ein bisschen helfende Hand geben. Soweit es bei mir geht. Ja. Pendel dann doch von Neusel rauf, nehmen wir die Zeit und hab doch mehr Stunden Zeit. Verstehe. Ja, und helfen ist überhaupt ein wichtiges Thema, glaube ich, weil man sollte auch den Verein unterstützen als Fan und irgendwas beitragen oder was Wirkungsvolles beitragen, sagen wir mal so. Was glaubst du, könnte man sozusagen auch von außen einbringen, wenn man jetzt nicht so ein Wiener Fan ist vom Fanblock her? Wie könnte man, glaubst du, Fans zu Wiener bringen oder begeistern? Es hat ja schon ganz gute Ansätze gegeben, dass mit den UNES versucht geworden ist, eine Kooperation zu machen. Ich glaube, da sind auch einige hängen geblieben. In der Richtung. Döbling selber verankern, ich meine, den Verein kennt man, es kennen viele und es ist oft halt der zweite Verein oder was. Und wie man die dann Wiens? Wie du zum Beispiel Neusiedl? Ja, ist von dem her schwieriger. Also, ob man da wirklich Leute hinzieht, besonders jetzt, wo wir ligamäßig jetzt nicht ganz so gut dastehen. Ja, stimmt. Ist es schwierig, aber wenn der Gedanke nach oben geht, sollte da schon was gemacht werden. Gerade das Umland, mein Klosterneuburg ist nicht weit weg. Genau. Da wäre Potenzial da. Also die spielen jetzt im Fußball jetzt auch eine gerade starke Rolle. Basketball schon, aber im Fußball sind sie jetzt auch weiter unten. Der Verein ist ja leider auch fusioniert und irgendwo, vielleicht kann man da was machen in die Richtung. Ja, vielleicht auch Veranstaltungen mehr außerhalb des Fußballs oder während dem Fußball vielleicht auch mehr Happening, sage ich jetzt einmal so, aber viel drumherum. Wie macht ihr das in Neusiedl? Wie begeistert ihr die Leute zum Fußball? Es ist gemacht worden, eigentlich seit dem Aufstieg in die Ostliga, ich weiß nicht, ob es davor auch schon war, so mit der dritten Halbzeit. Ähnlich wie es vor Jahren die Austria Lustenau gemacht hat, wo die damals aufstehen, die haben auch das Zelt gebaut, dass die Leute hängen bleiben. Und die Neusiedl ist auch so, jetzt ist Neusiedl jetzt den traditionellen Freitag als Termin genommen. Und da halt schauen, das Match rennt. Danach mit Musik. Es ist immer Weinausschank. Das ist eine Weinzelt. Da ist immer ein Winzer der Ortschaft, der dort ausschenkt. Super Idee. Ja. Aber Zelt, könntest du dir das vorstellen auf der Warte? Ja, freilich. Also vom Platz her, gerade hinter dem Tor, das ist nicht so weit weg, dort kann man auf jeden Fall was aufstellen. Das wäre sicher schön, ja. Also nur so Gedanken später vielleicht, wenn man das irgendwie so ein. Und ich finde auch, man kann viel lernen, auch von anderen Vereinen, weil die auch viel erfolgreiches Marketing machen. Ja. Wie empfindest du das auch im Internet? Wie siehst du den Auftritt der Wiener? Verfolgst du es überhaupt? Ja, freilich, verfolgen tue ich es. Auch die verschiedenen anderen Kanäle. Ja, es hapert schon. Es ist gewisse Sachen, die verbesserungswürdig sind. Andererseits, wenn ich, muss ich ehrlich sagen, wenn man auch andere Vereine sieht, die auch höherklassiger sind, ist es oft weniger als bei uns. Also da sehe ich es jetzt nicht ganz so negativ. Natürlich kann man allem arbeiten und alles noch verbessern. Informationen? Weil du bist ja nicht so oft auf der Warte und bist auch nicht immer bei den Matches dabei. Fühlst du dich gut informiert? Ich informiere mich auch selber. Also wenn ich es nicht sein kann, beim Auswärtsspiel heute zum Beispiel bin ich auch nicht oben. Beim Auswärtsspiel erfahre ich das dann schon. Also sehe aber selber nach. Man schaut dann selber nach, ja. Damenmannschaft, das ist eines meiner Lieblingsthemen und da bist du eine erste Ansprechperson. Ihr spielt ja oftmals auch gegen die Damenmannschaft der Wiener. Ja. Erzähl uns einmal ein bisschen, wie läuft das ab, wie ist die Stimmung dort? Ja, also es gibt eine Rivalität, das ist, die Mädels sehen die Wiener eher als Gegner, das ist jetzt weniger die Freundschaft, ist auch anders in der Liga. Ja, die Wiener Damen sind ja jetzt raufgekommen. Ja. Bundesliga, kann man das überhaupt so sagen? Gibt es das? Ja, in die zweite Bundesliga. Die zweite Bundesliga Südost. Ja, gibt es da Fusionierungen? Hört man immer wieder, dass da Fusionierungen gibt von der Bundesliga generell? In den letzten Tagen hat sich das Konzept, wie es nächstes Jahr gespielt werden soll, glaube ich, stündlich geändert. Man weiß es wieder nicht. Geheißen hat es einmal, es soll die erste Bundesliga spielen.
und daneben eine B-Liga, wo die B-Mannschaften dann quasi spielen, was wirtschaftlich sicher nicht schlecht ist. Mhm. Zum Beispiel eine Wiener Mannschaft fährt nach Vorarlberg, fahren sie gleich mit zwei Mannschaften hin, mit der A- und der B-Mannschaft. Klar. Andererseits, es ist für die erste Bundesliga sicher gut, nur dahinter wird schon schwierig, weil dann fallen die ganzen B-Mannschaften weg, du bekommst keine zweite Bundesliga mehr zusammen. Die wäre dann theoretisch geplant gewesen österreichweit. Das ist wieder eine wirtschaftliche Frage für die Vereine dann. Mhm. Ist im Moment wieder vom Tisch. Ich weiß nicht, was jetzt wirklich aktuell ist. Das ändert sich permanent. Alles klar. Und Budget, ein wichtiges Thema. Mhm. Generell im Sport und beim Damenfußball. Kannst du uns da ein bisschen was erzählen, wie es da ausschaut finanziell bei euch zum Beispiel? Also bei uns ist auf Spendenbasis, der Kantinenverein unterstützt dann auch, also wenn Spiele sind, dass wir die Einnahmen der Kantine bekommen. Da steht eine freie Spendebox. Bei den Heimspielen des NSC machen wir die Tombola. Mhm. Da bleibt dann auch ein Teil für uns übrig. Es gibt einen kleinen Mitgliedsbeitrag, der ist aber nicht allzu hoch. Mhm. So sind, denke ich, das Geld, was reinkommt. Und der Zulauf? Von Mädels, ja, wir haben jetzt, ich glaube, knapp über 20 müssten auf jeden Fall sein. Okay. Darum war es auch heuer sehr wichtig, dass wir eine B-Mannschaft machen, dass wir mit denen spielen, dass wirklich alle zum Zug kommen, dass wenn in der A-Mannschaft Mädels ausfallen, die gleich ersetzt werden können durch Spieler, Spielerinnen, die Spielpraxis haben. Du hast schon einiges mit der Vienna erlebt, auch natürlich hier beim NSC. Erzähl einmal, gibt es einen vielleicht besonders prägenden Match oder Erlebnis mit der Vienna? Ja, prägend war das 2009 auf jeden Fall hier in Neusiedl selber als Einheimischer. Davor gab es aber noch einige Rückschläge, oh, noch schöne Sachen. Mhm. Erinnerung von da ist bei mir gewesen, 1990 im Juli war auch hier ein inoffizielles Europacup-Spiel, das war im Intertoto-Cup damals. Mhm. Das war üblich, da haben die Vereine, also auch die Wiener Vereine im Umland gespielt, nicht auf den Heimplatz, sondern in der Umgebung, war auch hier im Bezirk immer wieder mal. Die Neusiedl war das eine Spiel, das war Vienna gegen Aarhus. War ein 1:1. Vienna hat damals auch die Gruppe gewonnen im Endeffekt. Okay, super. Und weil du gerade gesagt hast, prägende Erlebnisse 2001. Ja. War da das Gefühl von der Fanseite von dir aus? Ja, es war eigentlich ein Weltzusammenbruch. Es war irgendwie sehr eigenartig. Man muss noch dazu erzählen, was ist passiert? Wir sind abgestiegen aus der zweiten Division, also aus dem Profifußball heraus. Aus Indiarelo. Ja. Was ja jetzt von heutiger Sicht jetzt nicht so dramatisch klingt, nachdem wir jahrelang in der Ostliga gespielt haben und es war lustig und schön. Es war damals für uns nicht so angenehm. Du warst gewohnt, du spielst als drittstärkster Wiener Verein, hast Ambitionen eigentlich aufzusteigen. Ich erinnere mich, also wir waren ja 97 im Cupfinale, es waren dahinter ein paar ganz gute Jahre, wir haben mit Austria Lustenau, Vorwärts Steyr um den Titel gekämpft. Mhm. Sind einmal knapp als Dritter nicht aufgestiegen, einmal knapp als Zweiter nicht. Ist immer so knapp nicht ausgegangen. Im Jahr 2000 haben wir noch eine starke Rückrunde hingelegt, wir sind Vierter geworden. Es war ein Jahr, da sind zwei Vereine eingegangen, dadurch konnten wir nicht absteigen. Mhm. Trotzdem ein befreites Frühjahr, schön gespielt. Die Saison 2001 fängt wunderbar an, zu Hause gegen Wattens 3-0. Wir werden Meister, wird gesungen. Nach dem Sommer schaut es schon wieder ein bisschen anders aus beim Rückspiel in Wattens. Dann läuft das Jahr einfach nicht so rund. Es geht nicht, es geht nicht. Der Verein versucht noch zu sagen, ja, das geht es schon, das schafft man auch. Wir reden nicht vom Schlimmsten. Dann kam das Spiel auf der Hohen Warte gegen Mattersburg. Wenn wir das gewinnen, bleiben wir oben. Das verlieren wir 3-2. Gut, ist ja immer noch die Relegation. Mhm. Kann ja nicht so schlimm sein. Ist ja nur der Sieger aus der Westliga, ist ja nur der FC Lustenau. Das wird schon gehen irgendwie. Mhm. Wir fahren hin mit dem Fanbus, über ein paar Stunden passiert noch, dass unser der Fanbus eingeht. Nein. Wir stehen in Tirol. Der Mannschaftsbus wurde zurückgeschickt, hat uns geholt. Wir sind pünktlich zum Anpfiff hinkommen. Die erste Halbzeit läuft eigentlich ja, problemlos. Es steht 0-0, man denkt, da darf eigentlich nichts passieren. Nur zweite Halbzeit bekommen wir 3 Tore und das war's. Ja, der Rest ist Geschichte. Und wie war das Gefühl? Ja, es war irgendwie ein... Du hast ja gewusst, es ist irgendwie, ja, wir kommen jetzt runter. Die ersten Gerüchte waren da, welcher Spieler ist überhaupt noch da, es wird der Großteil weg sein. Mhm. Ungewissheit, was wirklich passiert, du spielst jetzt plötzlich in der dritten Liga. Ja. Gedanken wir natürlich ja, sofort wieder rauf, es kommen die und die Spieler, es war Prosenik, der damals gekommen ist. Zu glücklicherweise, weil zum Glück wären, sonst wären andere wahrscheinlich nicht dazugekommen. Mhm. Im Nachhinein gesehen, der Kader, den wir gehabt haben, ja, wir waren zu Recht auf dem Platz, wo wir gestanden sind, also irgendwo im schwächeren Mittelfeld. War zu wenig für die Liga. Ja. Und man ist wirklich aufgewacht. Das waren die Spiele, wo man im Cup dann in der Vorrunde gleich, man war in einer Cup-Vorrunde, was man auch nicht gewohnt war. Ich glaube, das war am Semmeringplatz. Ich war nicht dort, das 4-0 gegen Polizei, Feuerwehr.
Und dann gleich die ersten Spiele auch, im Baumgarten und so weiter, wo man dort verloren und wo man dachte, das kann ja nicht passieren. Man fährt nach Baumgarten, wir sind ja doch die große Wiener. War nicht ganz so, das war denen ziemlich egal. Ja, verstehe. Und euch nicht, den Fans nicht natürlich. Wie man ja auch in dem Film sieht, es geht sich immer nicht aus. Das war auch schon so eine Aufbruchsstimmung im Fanblock und bei den Fans selbst. Und dann ist es aber trotzdem, ja, sieben, acht Jahre hat es dann fast gedauert. Also 2009 ist dann erst wieder der Aufstieg in die Bundesliga geschafft worden. Man muss aber eines dazu sagen, es gibt auch viele Fans, die mit der RLO zufrieden wären. Wie ist da deine Einstellung? Bundesliga oder RLO bleiben? Traum ist natürlich nach oben. Wenn das Umfeld passt, gehört der Verein auch wieder nach oben. Es ist Oslo sehr schön, es ist als Anhänger sehr schön, überall hinzufahren auf die Plätze, aber medial ist es ganz anders zu erreichen, wenn man weiter oben spielt. Ja, das ist klar. Und auch, glaube ich, finanziell, denke ich mir. Ne? Also ich denke, gerade bei dem Sprung, was passiert ist, mein Mattersburg hat ein bisschen andere Position, nachdem sie als einzige im Burgenland sind. Aber die hatten damals das Spiel gegen uns. Wenn die das verloren hätten, wären die aus der zweiten abgestiegen in die Ostliga. Wer weiß, wo die jetzt stehen täten. Die sind oben geblieben, hatten damals das Glück, die waren dann quasi nur mehr das nächste Jahr sofort aufgestiegen und seitdem in der ersten. Mhm. Natürlich ist das Land dahinter, das ist, wie gesagt, der einzige Verein. Steht anders, am Beginn Riesen-Euphorie, jetzt ist auch wieder ein bisschen abgeflacht. Aber es haben sich auch Vereine oben etabliert, wo wir auch sein könnten. Das ist ein sehr gutes Stichwort. Du sagst, da ist das Land dahinter und du hast ja sicherlich den besten Einblick, nämlich zwischen hier auf einem verhältnismäßig oder im Vergleich mit der Wiener kleinen Platz am Land und einem sehr großen Stadion in der Stadt. Wie sehr glaubst du, kann hier das Land oder die Politik im weitesten Sinne den Verein fördern und unterstützen? Also ich denke, es ist von dem her auf jeden Fall wettbewerbsverzerrend, so wie es im Moment abläuft. Du hast am Land Vereine, die von der Gemeinde auch unterstützt werden, auf welche Art auch immer. Und in Wien muss halt der Verein das Areal selber irgendwie stemmen. Und das ist schon, das Budget muss man auch mal aufwenden. Ja, eben. Das Budget muss mal gefunden werden, das muss mal gehabt werden und das ist jetzt einmal rein für den Spielbetrieb, ohne dass jetzt noch jemand spielt. Man sagt natürlich strikt, Fußball oder Sport generell und Politik sollte man strikt trennen. Da bin ich auch dafür, dass auch vom Fanblock weg, man ist Fan und keiner politischen Richtung, ist meine Privatsache. Aber trotzdem ist es natürlich sehr, sehr wichtig, finde ich zumindest, speziell in so teuren Gefilden wie 19. Bezirk, wo auch sehr viel Geld aufgetrieben werden muss, um den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Wie macht ihr das hier? Gibt es da von der Gemeinde oder ist da der Bürgermeister der größte Fan des Vereins? Der Bürgermeister gibt es immer, so jetzt die Bürgermeisterin. Also war natürlich. Der Altbürgermeister und auch die neue Bürgermeisterin stehen sehr dahinter. Die Gemeinde bewirtschaftet auch den Platz. Der Platz ist von der Gemeinde. Es ist natürlich leichter. Jetzt braucht der Verein das jetzt nicht irgendwie schauen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie es rennt, bevor ich dann was Falsches sage, aber Miete, Platzwart und so weiter, das rennt halt dann schon von der Gemeinde. Okay. Ich finde es von dem halt auch sehr wichtig, weil es geht jetzt nicht nur um die Kampfmannschaft, die da spielt, sondern es ist ja der ganze Nachwuchs und auch die Mädels, die spielen, wo jetzt nicht das Geld dahinter ist, nur die brauchen einen Platz, brauchen einen Platz zum Spielen und gerade da, das ist der Grund, wo schon die Politik einschalten, also dabei sein sollte. Was denkst du zum Beispiel, wie man dann zum Beispiel auch Leute hier einbringen könnte, als Fan oder als Sponsor oder als ganz einfach interessierter Fußballfan? Was glaubst du, wäre noch der Kniff? Was könnten zum Beispiel die Fans noch machen, beitragen? Abgesehen von Fanturnieren und so weiter. Aber ich denke jetzt nur was zum Beispiel in Neusel ist, das wird bei der Wiener nicht umzusetzen sein, aber die Kantine rennt hier über einen Kantinenverein. Das ist der erste Neuseler Kantinenverein, der ist für den Verein da, ist eigenständig, wählt jedes Jahr seinen Vorstand, die unterstützen. Das heißt, die organisieren das, die machen das, die organisieren die Kantinen, das sind die drei, die da sind. Und da bleibt dann auch was übrig. Und da bringen sie Leute ein, man arbeitet freiwillig dort mit. Machen die das unentgeltlich? Ja. Tatsächlich. Also ich helfe auch, wenn sie mal wen brauchen, das sind ja eh sehr viele. Ich habe zuletzt bei einem Mainz-B-Spiel geholfen. Ist kein Problem, wenn ich Zeit habe. Sehr zu empfehlen ist ja das Cola rum. Aber auch gefährlich. Ja. Und die beste Schnitzelsemmel. Und Surschnitzelsemmel. Und Surschnitzelsemmel, ja richtig, Surschnitzelsemmel, die ist der Hammer. Aber zum Beispiel, das wäre eine gute Möglichkeit, hier die Einnahmen dann den Verein auch direkt. Ja. Bei uns ist es halt ein Pächter und der bezahlt natürlich Miete. Von dem ist es im Moment sicher schwieriger. Ja, es gibt aber auch viel Kritik, manchmal, oft. Ja.
Stichwort kaltes Bier war ja da letztes Jahr ein großes Problem und so weiter. Und jetzt ist es ja doch eher ein Buffet. Ne? Das ist mit allem drum und dran, aber nicht gerade günstig, muss man auch dazu sagen, ganz ehrlicherweise. Aber die Idee finde ich sehr gut. Ja. Also das ist da von dem her schon, also es ist regionaler. Es sind auch die Leute, die hinter der Kantine stehen, du kennst ja alle. Dadurch bleibst du auch eher. Es ist wie wenn du zu einem Wirten gehst, Beispiel eigentlich bei der Wiener Sternestüberl. Du kennst eigentlich die Mädels, die dort arbeiten. Natürlich. Da bleibt man auch gern dort. Heißt ja nicht nur Stüberl, heißt jetzt Wiener Lounge. Oh, ja. Im Volksmund noch immer der natürlich. Stüberl, aber natürlich. Namen ändern sich. Und da ist eben das, wenn Leute arbeiten, die du kennst, mit denen du gut bist, mit denen du dich verstehst, natürlich bleibst du da. Stimmt. Dann trinkst mit denen was. Du merkst, es ist auch mit Liebe gemacht. Und wenn es jetzt nicht funktioniert, ja, du verzeihst auch eher. Mhm. Wenn das Bier jetzt nicht so schnell da ist, es kommt immer schnell, aber falls es einmal sein sollte, ja, mein Gott, ich weiß, wenn's, wie es ist, wenn ich in der Kantine stehe, es dauert ein bisschen, bis das zum Zapfen ist. Und manchmal geht das jedes dritte Bier nicht zu. Es ist persönlicher. Ja, auf jeden das Fall. Das Persönliche macht es, glaube ich, aus. Ja. Ich glaube, das könnte man überhaupt ganz gut zusammenfassen. Der Wiener oder ein Fußballverein generell braucht die Persönlichkeit zu den Fans. Ja. Dadurch bindet man die Leute, glaube ich, eher, weil sie dann nicht nur zum Match kommen, sondern sie kommen zu Freunden und bleiben. So funktioniert das da auch wirklich am Platz und das Geld. Was in dem Fall auch ist, nachdem es in die Kantine fließt, kommt es wieder dem Verein zugute. Ja. Die Leute bleiben hängen. Wie du sagst, das ist Cola Rum. Größte Fehler, bestell niemals hier ein starkes Cola Rum. Es ist schon scharf genug. Je später der Abend, desto eher ist das Cola Lebensmittelfarbe. Also es ist dann eher ziemlich eins. So, weiß nicht. Nicht bei so einem starken Verein, verstehe. Sie schenken mit Liebe ein. Sie wissen, was der Konsument will. Das ist es ja vor allem. Sie wissen, was der Konsument will. Ja. Es ist ja kein Minusgeschäft, es rennt ja. Mitglieder ist ein großes Thema beim Verein. Es wird immer wieder gesucht, weil es natürlich auch Geld bringt. Ja. Es gibt Abos jetzt in allen Varianten. Was sagst du? Du bist Mitglied. Ja. Das heißt, wie sehr fühlst du dich jetzt da auch angesprochen vom Verein? Beziehungsweise wie sehr möchtest du oder tust du es vielleicht auch schon hier dich einbringen beim Verein und mit Mitspracherecht? Weil du hast ja auch Wahlrecht. Ja. Also ich mache es so gut, wie es bei mir ausgeht. Heute ist es leider nicht geschafft zur Generalversammlung. Letztes Jahr war ich wieder mal dort. Ist bei mir schwierig, weil es ist oft unter der Woche. Wenn es dann um 6 oder was ist, habe ich Training. Könnt ihr das absagen oder ihr müsst rauffahren. Ich schaue so gut, wie es ausgeht, komme ich hin, auch wenn sonst was geladen ist. Ich war zufälligerweise im Dezember bei dem Informationsabend. Das fand ich sehr gut. Ja, würdest du das öfters wünschen? Ja, also es muss nicht inflationär oft sein. Es braucht es nicht jeden Monat machen. Aber wenn es so zumindest einmal im Halbjahr ist oder vielleicht zur halben Saison, also wenn es jetzt in der Frühsaison einmal ist und dann einmal noch später, wäre schon nicht so schlecht. Ja. Es ist ja das Interesse war damals recht groß, es war der VIP-Club war recht gut gefüllt. Ich fand auch, die Trainer haben sich ganz gut hingestellt, haben das rhetorisch sehr gut, auch wirklich auf alle Fragen eingegangen. Es war aber sehr emotional. Ja, wobei ich auch da auf der Seite der Trainer war, es war der Fehler gegen Simmering. Ich kenne das Online-System, es kann einmal passieren. Und sie haben sich auch hingestellt, haben gesagt, es hat keiner auf den anderen gedeutet, sie haben gesagt, wir haben den Fehler gemacht, es ist so. Und es tut uns genauso weh wie euch allen. Und da denke ich auch, da hätte man drüber sehen sollen, dass man dann jetzt dann immer wieder anfängt und immer wieder fragt, ja, warum kann das passieren? Es kann passieren, es sind trotzdem Menschen. Ich sage, ich kenne das System, ich habe mit den Damen und mit dem Nachwuchs zu tun. Ja, es kann schon mal was sein. Es ist menschlich, ne? Ja. Es sollte ein zweiter, dritter drüber schauen, man weiß es nachher immer besser. Es ist klar, dass es ist passiert. Es, im besten Fall wirkt es nicht aus, so wie man im Moment spielen, wird es auch nicht auswirken im Endeffekt. Ja, ärgerlich nur, dass es gegen Simmering und nicht gegen hier Stetten war. Ja, war zu dem Zeitpunkt ja noch nicht so ganz klar, ob das dann so dramatisch ist, aber dass dann gerade das ist, gegen diejenigen, wo du um einen Aufstieg spielst, du hast ein Sterndl, wo dir die Tordifferenz auch nichts bringt. Das ist es eben, das ist das Problem. Aber nur das ganz kurz nochmal aufzugreifen, diesen VIP-Abend. Du hast ja auch vorher gerade gesagt, dass das Persönliche ist sehr wichtig, bindet natürlich die Leute, animiert sie auch mitzumachen. Ja. Was hast du vermisst bei diesem VIP-Raum, Clubabend, Fanabend? Ich selber habe das eigentlich jetzt wenig vermisst. Es war zur Information da, es ist auf die Fragen eingegangen worden. In dem Fall war das wirklich gut, so wie es so sein soll. Sie haben auch für den Frühling geredet, also wir werden uns da anders verstärken. Markus Katz hat damals auch gesagt, er wird auch wieder als Spieler einspringen. Es ist das Versprechen gegeben worden.
sie haben sich auch mit den Verstärkungen daran gehalten, dass wir uns an gewissen Positionen verstärken müssen. Mhm. Man hat es versucht. Mhm. Sie haben auch von dem Punkt auch recht, dass es waren auch junge Spieler drin, die im Herbst gespielt haben, die wären sonst nie in einer Kampfmannschaft gewesen. Also die haben auch einiges gelernt in dem halben Jahr, ja, auch wenn es jetzt dann ein bisschen nicht so ganz gelaufen ist. Mhm. Hast du Fans vermisst? Weil es waren ja eher Ältere. Ich habe Jüngere schon eher vermisst, also das schon. Also es waren eher die Älteren, die vorhin gesessen sind, das waren dann ein paar von den Jüngeren, aber es war jetzt nicht wirklich, das vom Block waren jetzt nicht allzu viele. Stimmt. Bekannte Gesichter. Also das ist das, was mich auch etwas überrascht hat, dass da nicht sich ein paar mehr gefunden haben. Glaubst du, fehlt da ein bisschen der Brückenschlag? Das kann schon sein. Da gab es ja einige Diskrepanzen, vor allem 2017, Frühjahr 18. Regalen, ja, und solche Geschichten. Ja, es ist. Ich denke, es ist ungeschickt von beiden Seiten gewesen. Also es ist der Fehler jetzt nicht nur auf einer Seite. Der Verein hat sich ein bisschen ungeschickt verhalten von den Fans, oder das Bild ist trotziger da. Es ist ja aufeinander zugehen. Man kann ja reden. Ja, reden. Muss von beiden die Bereitschaft da sein. Mhm. Ich weiß jetzt auch nicht mehr ganz genau, wie was gelegen ist, aber es ist einfach zusammensetzen, reden. Mhm. Man kann nicht einerseits von Vereinsseite sehen, die Fans aus toll hinschieben, dann aber wieder beschimpfen, also beschimpfen, quasi die Schuld geben. Nein, zusammensetzen, reden, mal schauen. Ja, ja. Fans sammeln. Wie bist du eigentlich zufrieden mit der jetzigen Situation der Fanartikel? Hm? Gibt es positiv, gibt es irgendwas über Kritik oder denkst du, oh. Also ich denke, es geht jetzt wieder einen guten Weg, nachdem es manchmal mal so war. Mhm. Ich denke, wenn der Roll was macht, das hat auch Hand und Fuß, der weiß auch ungefähr, was die Leute wollen. Er ist auch der Erste, der mitkriegt, was gefragt wird. Sie kommen zu ihm, fragen, hast du das? Mhm. Der sieht auch, was wirklich schnell weggeht, was nicht so gut weggeht. Mhm. Auch da kann man sich einbringen. Ich weiß, da waren auch öfter früher welche, die Ideen hatten für Fanartikel. Auch da kann man einige Anhänger wieder rein dazu bringen. Gab es ja keinen Cup-Finalschal. Mhm. 97 gab es ja einen. Ja. War aber natürlich Bundesliga-Cup. Ja. Jetzt sind wir ja Toto-Cup, ist ja eine drunter. Vermisst? Nachdem ich Schals sammle, auf jeden Fall vermisst. Ich hätte es gern für jedes Spiel gehabt im Cup. Mhm. Nein, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber fürs Cup-Finale hätte man das schon machen können. Ja, man darf ja eines nicht vergessen: Wir spielen ja fünfte Liga, ja, zweite Landesliga Wien. Da haben wir noch nie gespielt. Ich glaube, in der ganzen Vereinsgeschichte war die Vienna noch nie fünf Ligen. Nein. Runter. Hoffen wir, dass nie wieder dort. Ich denke, wir waren auch nie Viertligist, weil wir die vierte besprungen sind. Aber eigentlich auch schade wird, dass man da auch ein bisschen Fanartikel auflegt, ja, die dann später historisch, ja, ja, geschichtlich wertvoll werden, wenn man sagt, ich war dabei. Also ich kann mich erinnern, gerade die Anfangsjahre Ostliga, da gab es, ich glaube, der Tommy hat die gemacht, ich hoffe, es ist der Richtige, da gab es die Tour of Relegation. T-Shirts, wo wirklich im Stil eines Bandshirts das vorne das Logo gehabt, auf dem einen war so ein Totenschädel, ich glaube blau-gelb, mein Herz, ich sterbe in Döbling. Okay. Und auf der Rückseite waren die Herbsttermine. Alles klar. Das wirklich schön gehabt, Vienna gegen Hunsheim, Stadlau, Vienna und so weiter mit Datum. Also mit Sammlerwert im Nachhinein. Ja, und vom Frühling hat es die dann nochmal gegeben. Ja. Glaubst du, dass, ich sag's jetzt einmal ganz gerade heraus, der wahre Vienna-Fan, der Fan ist, der heute zu den Matches kommt und die anderen sind alles nur Gloria Hunters, die dann in der RLO und in der Bundesliga kommen? Teilweise ja, aber es ist wieder jeder Einzelne. Jeder schafft es so leicht hin. Es kristallisiert sich schon immer derselbe Stamm eigentlich raus. Mhm. Es waren zu Zeiten von zweiter Division, wo 300, 400 sich auf die Hohe Warte verirrt haben, wenn wir gegen Spital, Braunau gespielt haben. Natürlich kommt von dort keiner daher. Es hat in Wien niemanden groß interessiert. Es ist auch, ich denke, damals auch nicht so groß die Werbetrommel gerührt worden. Ging da aber dann auch es wirklich los, ich denke auch durch die Fans. Also es waren gerade da Michi und der Erich, die da sehr viel gemacht haben, die dann damals den Fanshop übernommen haben. Ich glaube, das hat Erich in seinem Interview auch erzählt und Michi. Mhm. Stimmt. Weil da bin ich eigentlich dann stärker dazugekommen. Das war, sie hatten das Fan-Magazin, sie haben die Old Firm Review. Stimmt. Und ich habe das erste in der Hand gehabt und gelesen, ja, wenn jemand mithelfen will, Spiele von irgendwo oder was schreiben, bitte melden. Ich damals, nachdem ich mit Pascal mit denen, dachte, ja, könnt vom Sommer ein, zwei Spiele schreiben. Ja, mit Freude, gern. Super. Und so war der Kontakt dann von mir zu denen da, was ziemlich früh und das hat dich natürlich auch stärker gebunden. Ne? So ist es, ja. Und so ist die Liebe noch kräftiger und inniger, ja, geworden, wenn man gebraucht wird und etwas, ja, beitragen kann. Ja. Ja.
Ich glaube, auch das ist das Geheimnis. Weil, ganz ehrlich, wie viele Fans kommen zu einem RLO-Spiel des NSC? Ja, schwankt, das sind ein paar hundert, werden es sein. Genau, und wir spielen fünfte Liga und haben durchschnittlich 530 bei allen Matches, nämlich auch auswärts und auf der Warte. Bei der Warte natürlich öfters auch viel, viel mehr. Aber ich finde, das ist gerade das Schöne, dass selbst Vereine, ich kann mich erinnern, das war damals Riverside draußen, wo sie extra noch Standeln aufgestellt haben, wo der Vereinsobmann ausgeschenkt hat und gesagt hat, toll, dass ihr da seid, weil so viele kommen so selten und wenn ihr weg seid, werden es auch nicht mehr so viele sein. Ne? Und das ist ja, glaube ich, das Schöne dabei. Ne? Macht einem das auch stolz? Ja, ich denke schon. Also ich war nicht dort, aber wir haben die Gerüchte gehört, dass eine Kantine, glaube ich, leer getrunken worden ist. Ich glaube, es war die Fortuna. Ja, weil ich denke, der Verein, der gegnerische Verein wird da jetzt nicht viel zu dagegen haben. Wenn man freundlich entgegenkommt, die Werdenhänger sind da auch angenehm. Nämlich auch im Gegensatz zu 2001, 2002, wo ja der Abstieg in die RLO ein großes emotionales Loch geschlagen hat. Schuldfrage, ganz egal. Jetzt ist fünfte Liga, also das ist ja noch schlimmer eigentlich spielerisch. Aber das, ich habe nicht so das Gefühl gehabt, dass es so schmerzhaft war, sondern die Leute sich gedacht haben, es ist schlimm, aber wir schaffen es. Und ich glaube, das macht einem stolz, dass man da dabei ist und sagt, jetzt erst recht, jetzt wollen wir wieder raufkommen. Ist das bei dir auch so oder denkst du mal so, ja? Es ist, wirkt jetzt anders. Also im Jahr 2001 war es zwar, aber man hat dann eigentlich beim Lauf der Ostliga schon gemerkt, naja, ganz so, wie sie sich vorgestellt haben, ist es nicht. Weil wir sind auch im Frühling nicht oben geblieben, weil sie sich anders vorgestellt hätten. Und dann haben wir gemerkt, es ist schwieriger, als jeder erwartet hat. Jetzt bei dem Zwangsabstieg war es doch so, dass der Verein wirklich dahinter war. Es ist mit der Unica ein potenter Sponsor da, der wirklich das Projekt unterstützt und ich finde auch wirklich langfristig da sein kann. Und da ist natürlich die Erwartungshaltung anders. Also man sieht ja, es wird was bewegt, es wird versucht. Die Euphorie ist da und es dürfte funktionieren. Also das heurige Jahr sollte gehen. Glaubst du, das ist auch die Erfahrung? Dass der Fan, weil es gibt ja viele Leute, die ja 40, 50, 60 Jahre zur Wiener kommen, die Wiener natürlich auch schon in glorreichen Zeiten begleitet haben und gesehen haben, dass es rund und es geht wieder rauf. Glaubst du, dass durch die Erfahrung und die Fans sagen, wir wissen? Also wie ich persönlich merke, ist, es war eben zuerst damals da, vor erster Division, zweiter Division, war damals mit den Playoff-Sachen noch ein bisschen anders, dass man dann irgendwie schwammiger runterkommt, war in der zweiten, aber es ist eigentlich eh noch ganz gut. Der Absturz war ja wirklich prägender und dadurch ist für mich auch, ich bin gewohnt gewesen, das kann passieren. Man kann auch unten rutschen. Es war dann auch der zweite Abstieg dann wieder aus der zweiten Division raus. Es kann trotzdem gehen. Es hat dann in der Ostliga ganz gut funktioniert. Stimmt. Ist halt dann leider nicht ganz so gelaufen, wie es hätte laufen können. War ein bisschen Schicksal dabei. Aber trotz allem, also auch die Meisterfeier, die wir gehabt haben, war wunderbar. Es hat keiner gewusst, wie es wirklich weiterlaufen wird. Trotzdem, es wurde gefeiert. Es waren auch Spieler am Schluss noch da. Draußen gewesen sind und sich gefreut haben drüber. Die Party ist immer okay, oder? Ja. Ob Warte oder hier, weil hier ist natürlich auch gefeiert worden 2009. Ja. Das auch da war, ich kann mich noch erinnern, der extra Bierstand. Das war bei unserem Block im Eck. Ich kann mich erinnern, wollte ein Bier holen und dann hat es geheißen, nimm einfach, es ist die Kasse schon weg. Trinkt einfach aus, oder das Fass muss leer werden. Das ist das Schönste, was ein Fußballfan hören kann. Es war nicht lang leer, war nicht lang voll. Hat sich ziemlich schnell geleert. Lieber Herbert, Zukunft der Wiener, was würdest du wünschen? Welche Gedanken hast du dazu? Ich wünsche dir das Allerbeste. Natürlich nach oben. Nächstes Jahr mal Wiener Liga. Ja, wird wieder ein Schritt weiter. Es ist wieder ein schwerer Schritt. Man hat gesehen, das sind Gegner, die auch robuster sind. Ich glaube, beim VfB hat man es auch gesehen gehabt. Wenn es nicht ganz so rennt, wie wir es uns wünschen, der Schiedsrichter vielleicht nicht ganz so das gibt, wie wir es gern hätten, wird es plötzlich eng. Aber aus den Spielen lernt man. Sie haben das auch drüber gebracht. Verstärkung wird notwendig sein. Das auf jeden Fall. Ich glaube, das sieht der Verein auch. Bin überzeugt, weil wenn nicht, wären es eh fehl am Platz. Wiener Liga wird ein Schritt weiter, es ist dort auch starke Gegner. Was halt dort ist, du wirst mehr Vereine haben, die wirklich in der Liga drin bleiben wollen. Die gar nicht bestreben nach oben, aber die wollen in der Wiener Liga bleiben. Gegen die musst du mal schaffen, die Punkte zu holen. Dann wirst du welche haben, die unten sind. Ob da jetzt wirklich Schwache dabei sind, wird sich herausstellen. Ich hoffe mal und denke, wir werden eher oben mitspielen, im besten Fall ganz oben.
Elektra wird auch nächstes Jahr wieder starker Gegner sein. Ja. Die Sache wird immer sein, wer will rauf, wer will überhaupt aufsteigen. Es kommen von der Ostliga welche runter, mit Schwächer statt Laut zum, wahrscheinlich. Wir sehen, wer ist dann wirklich der ernstzunehmende Gegner. Glaubst du, ist es zu schaffen, der Durchmarsch bis in die RLO? Zu schaffen auf jeden Fall. Also Glauben daran habe ich. Wenn wir da konsequent das machen und das wirklich ernst nehmen, Spiel zu Spiel ernst nehmen, ist es drin. Und dann gibt es wieder ein Match. Auf jeden Fall. Hier am Platz. Also Neusiedl wartet drauf. Also ich weiß, ich werde auch immer wieder gefragt. Und die Leute mich immer wieder fragen, auch der Bursche vom Kantinenverein, der Luki, der Obmann, ja, sie haben immer wieder Kunden und fragen, ja, kommt sie. Ja, gerade die Kantine wird sie wieder freuen. Dann hoffen wir es, dass wir bald wieder mal hier sind, auf diesem wunderbaren Platz. Das Wetter herrlich, die Stimmung war immer sensationell, die Matches waren durchwegs interessant. Ja. Und vor allem die Kantine in der dritten Halbzeit. Ja. Herrlich. Herbert, ich danke dir für dieses Gespräch. Ich danke fürs Kommen.